Es ist die Nadel im Heuhaufen, aber wenn der ganze Heuhaufen viele Nadeln sind, dann kriegst du immer eine Nadel. Willkommen zum Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. Heute bei uns zu Gast Tim alias Herr Bergmann. Hallo Herr Bergmann. Hallo Ivy, grüß dich. Müssen wir uns eigentlich siezen oder dürfen wir uns duzen? Du darfst mich duzen. Darf ich dir sagen, dass eine befreundete App von mir einen wahnsinnigen Crush auf deine Stimme hatte? Wir können ja noch eine Sprachnachricht aufnehmen für sie. Oh echt? Das wäre natürlich richtig toll. Okay. Darf ich dir deinen heutigen Talkgast vorstellen? Bitte, bitte. Total zufällig fand Felix als Teenager heraus, dass etwas mit seinem Blutbild nicht stimmte. Und bald wurde es auch lebensgefährlich. Dank seines starken Willens und einer Stammzellspende hat er überlebt. Und so eine Erfahrung hat natürlich seine Einstellung zum Leben noch einmal geschärft. All das mit noch nicht einmal 18 Jahren. Felix hat Power, ist reflektiert und echt inspirierend. Und er hat eine coole Hose an. Deshalb sind wir sehr froh, ihn heute hier zu haben. Herr Bergmann, meet Felix Ehrenpfort. Felix, grüß dich. Servus. Ey, es freut mich mega, dich kennenzulernen. Ebenso. Ich bin dezent aufgeregt. Wie geht's dir? Auch ein bisschen. Also ich überleg die ganze Zeit, wie sitzt man cool? Ich weiß es nicht. Natürlich locker, keine Ahnung, mal tief kurz durchatmen, ausatmen. Okay. Das ist so ein bisschen meine Taktik. Stört dich, wenn ich so sitze? Ach, gar nicht. Okay, alles klar. Wie geht's dir? Gut, gerade ein bisschen mehr aufgeregt als eben, aber gut. Ja. Wir schlingeln uns da gemeinsam durch. Kriegen wir hin. Ich habe, wie gesagt, auch gerade durch Ivy ja schon so ein bisschen gehört, was du erlebt hast. Fang doch mal vielleicht von vorne an. Okay, ich würde sagen, ich hau einfach raus. Ja. Ich war 16 damals. Ich hatte meinen Motorradführerschein, bin mit einem guten Freund damals Motorrad gefahren und der hatte einen Unfall. Mhm. Später im Krankenhaus ist er verstorben und meine Mutter hat mich dann irgendwann mehr oder weniger gegen meinen Willen zum Arzt auch geschleppt, von wegen, wir müssen jetzt echt mal gucken, alleine, dass ich vielleicht besser schlafen kann. Mhm. Der Arzt wollte dann erstmal ein Blutbild von mir haben und bei dem ist dann aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt. Er wusste selber nicht direkt genau, was es war, ich natürlich auch nicht, ich war 16. Hab dann so vor mich hingegoogelt und das Erste, was Google natürlich sagt, Krebs, ja natürlich, war dann ein paar Tage später in Gießen in der Universitätsklinik und am Ende des Tages wurde mir dann tatsächlich gesagt, ich habe eine chronisch-myologische Leukämie. Ich konnte damit aber nichts anfangen. Ich war 16, mein Kumpel war damals gestorben, ich hatte komplett andere Probleme, mir war es, gelinde gesagt, ziemlich egal. Mein Therapieplan bestand damals aus, einmal am Tag Tabletten nehmen. Das wirkte für mich jetzt nicht so, als wäre die Folge davon irgendwie lebensbedrohlich. In der Zeit habe ich dann auch eher mein Leben gelebt. Ich hatte extrem viel Spaß, ich habe sehr viel mit Freunden gemacht, war oft feiern. Ich habe wenig Priorität auf Schule und alles gelegt, sondern wirklich einfach, ich habe gesehen, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Ich war ein komplett normaler 16-Jähriger. Ich hatte meine normalen Hobbys und das war dann auf einmal vorbei, so von einem auf den anderen Tag. War mir aber gar nicht so bewusst, weil ich wusste, wie gesagt, nicht, was das bedeutet. Mit 16, 17 dann erst nochmal ganz normal weiter vor mich hingelebt, meine Schule weitergemacht und im Dezember 2018 wurde ich dann angerufen, tatsächlich von meiner Mutter, weil die Klinik mich nicht erreichen konnte auf meinem Handy. Ich war gerade unterwegs in die Stadt, Das ist gar nicht mehr genau, was ich machen wollte, aber ich erinnere mich sehr genau an den Anruf. Es hieß nur, ich war am selben Morgen war ich in der Klinik, ich musste einmal im Monat musste ich zur Blutkontrolle. Das hast du aber gemacht dann, alles? Genau, also die Blutkontrollen habe ich schon sehr ernst genommen. Mhm. Ich habe sie auch sehr oft als Ausreden benutzt, wenn ich mal auf irgendwas keine Lust hatte, zum Beispiel Schule, wenn man das mal so sagen kann. Ich wusste, ich war morgens beim Arzt und wurde vormittags auch angerufen von meiner Ärztin, hey, alles gut, Werte sehen aus wie immer, nichts Schlimmes. Und nachmittags hat mich dann meine Mutter, wie gesagt, angerufen, hier, deine Werte sehen scheiße aus, gelinde gesagt, die Klinik hat angerufen, ich soll sofort hinkommen. Und ich wusste irgendwie, dass was Schlimmeres war. Also wie gesagt, ich habe diese Krankheit am Anfang nicht ernst genommen. Gerade eine chronische myologische Leukämie ist nichts, was man erstens in den Jugendjahren hat. Das ist eigentlich eine Leukämie, die erst später im Alter kommt. Und auch die Behandlung, wie gesagt, einmal am Tag Tabletten nehmen, es war jetzt nichts so Besonderes. Aber als es dann hieß, ich muss direkt in die Klinik kommen, es ist ein Notfall, hatte ich so das erste Mal in meinem Leben wirklich Angst. Also Ich war halt gerade im Zug und ich konnte gar nicht mehr. Ich habe mich auf den Boden gesetzt, ich habe mich hingelegt, ich wusste gar nicht, was mit mir anzufangen war. Meine Mutter hat mich dann am Bahnhof abgeholt, hat mich nach Gießen gefahren in die Klinik und dann ging auch alles ziemlich schnell. Ich habe von den Ärzten quasi ein kleines Briefing bekommen, was los ist. Und zwar ist meine chronische myologische Leukämie, eine CML, zu einer akuten lymphatischen Leukämie geworden, sprich in den Lymphknoten und akut, das klingt schon mal direkt viel härter, ist es auch.
irgendwo hatte ich dann noch wieder Glück, es war keine AML, also akute myologische Leukämie. Das ist so der normale Werdegang, sage ich mal, von chronisch in akut, aber es bleibt im Knochenmark und es geht nicht auf einmal in die Lymphknoten über. Für mich war es ein bisschen Glück. Die ALL ist leichter zu behandeln als die AML. Aber es stand trotzdem ziemlich schnell fest, dass ich auf jeden Fall eine Spenderin brauchte, weil gerade mit dieser Kombination aus im Knochenmark und in den Lymphknoten kannst du dir denken, viel bleibt da nicht mehr übrig. Mhm. Kann ich alles rausnehmen? Schafft der Körper dann leider nicht so. Ja, aber nochmal, also wenn ich mir das vorstelle, du kriegst diese Diagnose, du hast gesagt, du bist erstmal, hast du das alles gefühlt ignoriert. Weil ich hätte jetzt gedacht, ich würde, glaube ich, ähnlich reagieren, weil ich auch gleichzeitig irgendwie so eine Angst hätte, habe ich sowieso immer, mit meinem Problem irgendwie Leute zu belasten oder so. Deswegen würde ich, glaube ich, am ehesten irgendwie mal darauf warten, dass Leute vielleicht irgendwie auf mich zukommen und mich irgendwie fragen, wie war das bei dir? Also bist du damit sofort dann irgendwie trotzdem offen umgegangen oder hast du dich auch erstmal das Thema komplett unter den Tisch fallen lassen und gehofft, dass keiner das irgendwie anspricht? Mir war es tatsächlich relativ egal, ob das jemand anspricht oder nicht. Ich habe es ein bisschen als Entschuldigung für alles Mögliche genommen, wenn ich gerade mal keine gute Laune hatte oder keine Lust auf Schule oder so. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das Leuten aufgedrängt habe. Es war aber auch nicht so, dass ich mich vor den Gesprächen gedrückt habe. Also ich bin damit umgegangen als, weiß nicht, wie die Frage, was habe ich zu Mittag gegessen? Mhm. Aber das heißt, deine Kumpels waren aber dann auch von Anfang an, wie haben deine Freunde denn reagiert, als du in dieser Phase warst, wo du es eigentlich erstmal so ein bisschen ja, ignoriert hast, ja fast schon? Unterschiedlich. Ich bin sehr, sehr leichtsinnig damit umgegangen. Aha. Also einige Leute haben gesagt, guck doch mal besser. Andere Leute haben so ein bisschen meine Einstellung übernommen und sind noch ein bisschen weitergegangen. So von wegen, es ist ja alles komplett Larifari und komplett egal, weil im Endeffekt ist es immer noch Krebs, was man hat. Hm. Und Krebs sollte man nie auf der leichten Schulter nehmen. Aber es war so ein durchwachsenes davon quasi. Okay, dann kommt irgendwann der Arzt und sagt, okay, es macht Sinn, eine Stammzellenspende zu initiieren. Aber das ist ja wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Also was passiert dann? Gehen dann sofort die Freunde und Familie, haben die sofort gesagt, wir lassen uns jetzt testen, typisieren? Oder? Gar keine Frage. Also der Wille war sofort da. Fast jeder, den ich kannte, hat sich direkt typisieren lassen. Mhm. Viele Leute haben auch direkt ihren Freunden Bescheid gesagt und Freunden des Freunden und haben das alles in die Story gepackt. Über Instagram geht halt so viel mittlerweile. Natürlich war meine Familie so der erste Anhaltspunkt, weil es am häufigsten klappt. Das stand aber leider auch schon relativ schnell fest, dadurch, dass mein Halbbruder zum Beispiel nur war. Das passt eher nicht und hat es tatsächlich dann auch nicht. Es ist die Nadel im Heuhaufen, aber wenn der ganze Heuhaufen viele Nadeln sind, dann kriegst du immer eine Nadel. Mhm. Und also wie gesagt, je mehr Leute es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Und ganz ehrlich, wenn 100% der Leute typisiert sind, habe ich nicht so das Gefühl, dass es da noch irgendwie ein Problem gibt. Ich glaube, einer von 10 Leuten bekommt keine Stammzellspende. Ivy? Guck mal, wir können einfach fragen. Hey Siri, Ivy, wie groß ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, eine Spenderin oder einen Spender zu finden? Hast du mich gerade Siri genannt? Nee, das hast du falsch verstanden. Ich verzeih dir. Felix hat sich das richtig gemerkt. Jeder 10. findet in Deutschland keinen geeigneten Spender. Wobei man noch sagen muss, dass Deutschland schon Spende-Weltmeister ist. International ist es nämlich so, dass leider sogar 4 von 10 PatientInnen keine geeigneten SpenderInnen finden. Das ist schon ziemlich drastisch und deswegen registriert euch bitte. Das ist wirklich krass zu hören. Also ich habe schon sehr, sehr viel Glück, in Deutschland zu wohnen. Als mir damals gesagt wurde, dass ich eine Spenderin habe, war es, wie gesagt, erstmal total lange unklar, ob ich überhaupt eine habe. Dann kamen tatsächlich mehrere aufeinander und dann wurde mir gesagt, ich habe hier in Deutschland eine und noch eine und eine in Österreich und 2 in Polen. Ach krass. Also es ging dann tatsächlich relativ schnell. Ja. Wenn ich mir jetzt allerdings überlege, wenn ich irgendwo in Russland oder sowas wohnen würde und die Wahrscheinlichkeit läge dann bei 40%, dass ich überhaupt eine Spenderin habe, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, zu überleben, weil ohne Spenderin geht es einfach nicht, dann ist das schon sehr, sehr krass. Und wenn ich überlege, also ich weiß gar nicht, wie viele Leute in Deutschland haben eigentlich Leukämie. Ivy, weißt du das? In Deutschland erkranken jährlich etwa 44.000 Menschen an Blutkrebs. Ich möchte das mal in anderen Zahlen ausdrücken. Die Diagnose Blutkrebs wird in Deutschland alle 12 Minuten gestellt. Und wenn wir uns das weltweit ansehen, gibt es die Diagnose alle 27 Sekunden. Echt krass zu hören. Hier im Laufe des Gesprächs schon eine ganze Menge Diagnosen. Auf jeden Fall. Umso wichtiger, dass sich genügend Leute typisieren lassen. Wie erklärst du dir, dass das immer noch den Leuten so schwer fällt? Ich weiß es nicht. Entweder, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute einfach gar keine Berührungspunkte dazu haben. Und ich muss sagen, hatte ich selber auch nicht. Mhm. Klar war ich noch sehr jung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das bis ich 40 bin geändert hätte. Außer es wäre wirklich ein akuter Fall, der mich jetzt direkt betrifft.
Mittlerweile sieht man immer mehr DKMS-Posts, immer mehr Werbung, was ich auch extrem gut finde. Aber ich glaube, wie man schon gehört hat, gerade in anderen Ländern ist es noch nicht genug. Und auch in Deutschland, also 9 von 10 ist gut, aber noch nicht perfekt. Ich glaube, also bei mir persönlich, ich bin ja auch noch nicht registriert, ich habe irgendwie immer einfach am meisten Angst vor Schmerzen. Ich habe natürlich inzwischen jetzt auch im Vorfeld schon so ein bisschen informiert und weiß, dass es relativ schmerzfrei ist. Aber ich glaube, mir geht es allein schon auch um dieses Bild, beispielsweise dieser Blutwäsche, da zu sitzen 3 Stunden. Und das ist irgendwie, macht mir so eine Angst. Aber natürlich ist das Wahnsinn, wenn du das in Relation stellst, du rettest einen fucking Menschenleben damit. Ich habe dann trotzdem, als ich gehört habe, dass es dann irgendwie auch diese zweite Variante gibt, wo du schöne Vollnarkose bekommst und dann wird dir das einfach hinten rausgenommen. Wäre jetzt natürlich für mich, sage ich mal, ein bisschen angenehmer. Kann man sich das aussuchen? Weißt du das? Ivy, weißt du das? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau. Okay, ich glaube, man kann es Ivy, weißt du das? Ob Stammzellen aus der Blutbahn oder aus dem Knochenmark besser für die Transplantation geeignet sind, entscheidet der Arzt. Nach Möglichkeit wird aber Rücksicht auf deine Wünsche genommen. So richtig zufrieden, Ivy, bist nicht mit meiner Frage, ne? Doch, ich liebe deine Frage okay. Und ich liebe es auch, wenn ich ein wenig Aufmerksamkeit von euch bekomme. Aber ich bin halt eine künstliche Intelligenz und leider keine Ärztin. Haben wir jetzt Streit, oder? Nein! Alles gut, okay. Nein! Gut. Also wenn ich überlege, wenn ich das jetzt einfach nur so höre, und bei mir war es genauso, bei der ersten Diagnose mit der CML, mir wurde gesagt, zur Kontrolle muss ich eine Knochenmarkspunktion oder wird eine Knochenmarkspunktion gemacht. Das ist wenig anderes als diese wirkliche Spende. Mhm. Und das klang schon total schmerzhaft eigentlich, als mir der Arzt das dann gesagt hat. Fazit ist es gar nicht, also absolut nicht. Die tun danach tatsächlich, also bei mir waren es relativ wenig Zeit eigentlich, 1 oder 2 Tage maximal, hat man so ein ganz, ganz bisschen Rückenschmerzen, aber relativ weit unten ist es nicht so, dass es einen irgendwie einschränkt, aber es wird auch Rücksicht genommen von allen Leuten. Also von jedem, wo ich jetzt bisher gehört habe, hey, die haben gespendet, da wurde natürlich komplett Rücksicht drauf genommen. Mhm. Und ich hatte jetzt das Glück, ich durfte vor ein paar Wochen auch meine Spenderin kennenlernen und war natürlich auch total neugierig. Wie war das jetzt genau bei ihr? Weil ich mir das gar nicht so genau vorstellen konnte, ist das jetzt so, dass sie jetzt in ein Stadtkrankenhaus geht und da ein bisschen Blut entnommen bekommt oder war das mit dieser Knochenmark-Geschichte? Sie hat gemeint, also diese Vorbereitung da auf, da war sie auch sehr nervös. Sie wurde auch sehr, sehr oft gefragt, ob sie das denn wirklich möchte. Mhm. Aber stand für sie halt eigentlich gar nicht in Frage. Sie hat selber 2 Kinder und ich glaube, dann überlegt man sich auch selber, was wäre, wenn das jetzt meine eigenen Kinder wäre, was wären das, wenn das meine Brüder wären oder meine Familie generell, einfach jemand, der im Nahe steht. Und dann nimmt man auch so ein bisschen Schmerz im Kauf. Und es ist halt wirklich nicht mehr als ein bisschen. Also egal, ob es jetzt diese Blutwäsche quasi ist, du kriegst in beide Arme, glaube ich, kriegst du eine Nadel reingesteckt, dann sitzt du da ein paar Stunden, kriegst währenddessen was zu essen, was zu trinken, kannst für Serien schauen und meine Güte, jeder ist stolz auf dich im Endeffekt. Und ich glaube, du kannst selber am meisten stolz auf dich sein. Also ich habe bei dem Gespräch mit meiner Spenderin damals auch gemerkt, es war extrem emotional und es hat dir, glaube ich, auch sehr, sehr gut getan, mich da so zu sehen, dass es mir auch so gut geht und hat dir, glaube ich, auch sehr, sehr viel zurückgegeben. Ey, du hast die Heunadel gefunden und du hast, finde ich, vorhin was sehr Kluges gesagt, dass du mehr Heunadeln es gibt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit geheilt werden kann. Deswegen würde ich vorschlagen... Willst du dich typisieren lassen jetzt? Ja. Geil. Leiste ich meinen Beitrag dazu und wir gehen mal rüber und schauen uns mal an, wie das genau vonstatten geht, wenn du mir das erklären magst. Okay, Felix, dann zeig mir doch mal, wie das genau funktioniert. Natürlich. Du kriegst eigentlich 3 Stäbchen, du kriegst ein 4. Das steckst du dir dann ganz einfach in den Mund. In den Mund? In den Mund. Alle 4? Nee, das kriegst du woanders rein. Okay. Also, die hier, nicht wie bei einem Corona-Test in die Nase, ganz normal einfach in den Schade. Mund. Schade, dabei mag ich doch gerade in die Nase so am liebsten. Glaube ich dir irgendwie nicht. Es ist tatsächlich komplett ohne Probleme. Du greifst es in deiner Wange einfach rein. 1 Minute, glaube ich, pro Stäbchen. Soll ich es einfach schon mal aufmachen? Kannst du natürlich gerne machen. Dann packst du das Ganze in die Verpackung wieder zurück. Das Ganze wird dann eingeschickt und ein paar Tage später hast du dann das Ergebnis deiner Registrierung. Okay, ich würde es jetzt machen. Do it. Let's go. Was kann ich falsch machen? Guck mal, ich glaube, es ist relativ leicht und es steht drin, wahrscheinlich auch da drin. Willst du gerade mal vorlesen vielleicht? Du kannst lesen, oder? Es geht nicht. Nee, aber soll ich vorlesen? Wollen wir die Verpackung öffnen und der Druck mindestens 60 Sekunden. Also guck mal, aber 60 Sekunden ist schon wichtig hier vermutlich, ne? Okay, ja. Wie überbrücken wir den 60 Sekunden? Hat das hier die Regie vorbereitet? Gut, dann stecke ich es jetzt 60 Sekunden rein. Es wird nicht gecuttet, das steht in meinem Vertrag.
Genau, alle meine Freunde und Familie haben sich tatsächlich ziemlich zeitnah nach meiner Diagnose diese Stäbchen eingeführt. Wie gesagt, es ist nur in den Mund, es tut kein bisschen weh, kann er, glaube ich, gleich selber nochmal reden. Also jeder Corona-Test ist schlimmer, haben wahrscheinlich auch schon jeder von euch dutzende Male gemacht. Es ist wirklich gar kein Akt. Es kostet euch keinen Cent, ihr könnt euch kostenlos im Internet registrieren, ihr kriegt dieses komplette Paket zugeschickt, schiebt euch das Ding in den Rachen, beziehungsweise in die Wange. Ich finde es auch ein bisschen geil, ehrlich gesagt. Ihr hört, er findet es geil. Mhm. Packt es wieder zurück in die Verpackung, schickt es zurück und der Rest wird einfach für euch erledigt. Ihr kriegt dann danach einen Brief, dass ihr jetzt registriert seid. Und falls oder hoffentlich wenn es eine Person gibt, die gerade eure Stammzellen brauchen, wird sich bei euch gemeldet. Ihr werdet gefragt, ob ihr denn damit noch konform seid, ob ihr das jetzt weitermachen wollt. Könnt natürlich zu jedem Zeitpunkt auch sagen, dass ihr das nicht möchtet. Ich als Betroffener rate euch natürlich, bitte macht es. Also im Namen von jedem, der irgendwie krank ist. Ja. Das ist plötzlich ganz grün hier, ist das normal? Ich glaube nicht, nur okay. Bei dir. Weiter trägt noch eins, okay. Wär das jetzt kriegst du nochmal 60 Sekunden hin? Scheiße, das wird jetzt echt schwierig. Gut, Tim, was sind deine Hobbys? Lesen, Reiten. Deutliche Pflanzen. Aussprache. Deutliche Aussprache. Ja? Mhm. Ja. Pflanzen, was für Pflanzen? Ja, so, darfst du es sagen, so, vor Kamera? Nee, ja, nee, es ist schon. Ach so, meinst du das? Nee, das ist ich habe so Zimmerpflanzen, Topfpflanzen habe ich mir jetzt geholt. Cool. Ja, und das ist alles, was ich dazu sagen darf, weil. Dachte ich mir schon, wahrscheinlich auch vertraglich. Genau, genau das, ja. Ich habe tatsächlich auch mir eine Efeu-Pflanze besorgt, zusammen mit meinem Mitbewohner. Und wir hatten komplett random ein Seil gespannt vom Wohnzimmer von der einen Ecke in die andere Ecke und hoffen jetzt darauf, dass diese Efeu-Pflanze langsam darüber wächst, dass das richtig cool aussieht. Wir haben aber vergessen, sie zu gießen und gerade stirbt sie. Ja, also was soll ich dazu sagen? Mir läuft die ganze Sabber hier raus. Das ist voll okay. Vielleicht willst du sie ein bisschen mit meinem Speichel gießen. Meinst du, das bringt noch was? Ich weiß nicht, ich fürchte, dafür ist ehrlich gesagt schon zu spät. Wobei diese Pflanze wirklich erstaunlich lange durchgehalten hat. Also ich bin ein bisschen faul, ein bisschen unzuverlässig, was manche Sachen angeht. Und Blumengießen gehört leider auch dazu. Also diese Pflanze hat schon monatelang überlebt, ohne dass ich mich auch nur ansatzweise um die gekümmert habe. Da fällt mir gerade eine Story aus meiner Grundschulzeit ein. Wir haben nach der vierten Klasse bei uns damals jeder einen Kaktus geschenkt bekommen. Und ich war die einzige Person, bei der der Kaktus vertrocknet ist, nach nicht mal einem Jahr. Ich wusste nicht mal, dass es möglich ist, aber ich habe es geschafft, diesen Kaktus vertrocknen zu lassen. Ist dir sowas auch schon mal passiert? Nee, ich habe immer nur IKEA-Plastikpflanzen gehabt. Ach so, ja, das ist natürlich einfach. Ja, und dann habe ich mir aber irgendwann anhören dürfen, die sehen scheiße aus. Und dann habe ich so Pflanzen, die ich einmal die Woche gießen muss. Einmal die Woche klingt auf jeden Fall gut. Ach, guck mal, ich habe gerade gesehen, man muss das jetzt noch 2 Minuten trocknen lassen in der Hand. Kriegst du das hin? Das kriege ich hin. Ich weiß nicht, wie schwer ist dieses Stäbchen? Ist es, es ist schon sehr schwer, aber ich werde es mit der Macht meiner Gedanken, werde ich es schneller zum Trocknen bringen. Pass auf. Okay, das ist cool. Vielleicht kann die Nachbearbeitung hier im Schnitt ein paar coole Effekte einfügen. Das wäre natürlich mega. Gleich hast du es geschafft. War das jetzt irgendwie schwierig? Hat dich das emotional oder körperlich mitgenommen? Nee. Wie fühlst du dich? Mit jedem Stab werde ich glücklicher. Mit jedem Stab ist glücklicher? Ja, wirklich. Also ich bin wirklich, als wir hier an dem Ding ankamen, war ich, sage ich, emotionales Wrack. Aber jetzt mit jedem Stab hier und jedem Gespräch, dass wir mit jeder Zahl, die wir mehr führen, fühle ich mich super. Ja, und das freut mich auf jeden Fall sehr. Was glaubst du, wie du dich fühlen würdest, wenn jetzt in ein paar Wochen auf einmal die Nachricht kommt, hey, da ist jemand, der ist sogar in deinem Alter mit ähnlichen Interessen, wohnt sogar in der Gegend, der braucht deine Hilfe, der würde wahrscheinlich ohne dich sterben. Ja. Wie würdest du dich da fühlen? Ich glaube, darüber können wir jetzt drüber reden, aber ich glaube, ich kann mir das nicht richtig vorstellen. Weil primär natürlich immer noch auch so diese eigene Angst dann davor ist. Aber wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass es ja auch gerade irgendwie so reizvoll ist, diese Angst dann in Angriff zu nehmen und sich nicht irgendwie im Vorfeld schon zu sagen, ich will das nicht, sondern man offen durchs Leben. Ja, offen genau. Durchs Leben gehen. Was soll denn schief gehen? Also hier kann ja nur jeder gewinnen mit der Geschichte. Auf jeden Fall. Ich meine, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du einen Tag lang Schmerzen hast. Ja. Leichte Schmerzen unter Rückenbereich. Also deswegen fällt es nicht auf, perfekt. Dementsprechend, und gut, das Beste, was passieren kann, ist, dass du einer Person, die vermutlich in ein paar Wochen womöglich sterben würde, das Leben rettest und 60, 70, vielleicht 80 Jahre mehr schenken kannst. Ja, also finde ich, muss man nicht mehr groß diskutieren. Ich glaube, das steht tatsächlich nicht zur Debatte, ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich meine Seriosität verliere, während ich das sage und diesen Stäbchen im Mund habe. Aber ich hoffe, dass die Message trotzdem ankommt. Deswegen sage ich es nochmal mit ganz ernster Miene in Kamera 1. Bitte lasst euch registrieren. Dafür stehe ich mit meinem Namen Tim Bergmann. So, und jetzt schieben wir mal das da rein. Let's go! Hey,
das war ja wieder ein richtig spannender Talk heute. Toll! Ja, aber das war für mich selbstverständlich. Eigentlich schon, bevor ich hierher gekommen bin. Aber Felix, das Gespräch mit Felix hat mir nochmal final gezeigt, warum das so wichtig ist, sich registrieren zu lassen. Und ich hoffe natürlich, dass wir deshalb vielleicht auch durch unser Gespräch heute es erreicht haben, dass auch ein paar von euch sich registrieren lassen. Ich fände es eine richtig schöne Sache. Eine richtig schöne Sache ist auch dieses Gespräch in voller Länge auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Mund auf! Der Podcast übers Leben und Überleben. Schaut mal in die Videobeschreibung. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann schaut mal jetzt hier rechts in ein paar weitere Videos, wo ihr auch ein bisschen euch noch weiter informieren könnt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, euer Bergmann.